Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zum neuen Video von mir. Dieses war kein LOL, sondern League of Legends. Hä? Nein, diesmal spielen wir eine Runde GTA. Wir machen heute ein paar Challenges. Wir spielen erst eine Runde Schlitzer. Dabei sind heute der Jakob. Hallo. Und der liebe Daniel wieder. Hi. Wir spielen jetzt, wie schon gesagt, zwei Runden Schlitzer, also zwei Gewinnrunden. Danach werden wir eine Challenge, die wahrscheinlich euch allen schon bekannt ist, spielen, wo wir uns auf dem Ace Bank Tower platzieren werden. Zwei Leute oder andere versucht mit einem... Schamlos geklaut. Ja, und der andere versucht mit einem Jet, wahrscheinlich mit einem Luxor oder mit einem Düsenjet, das können wir ja später noch variieren, uns von diesem Teil dezent runter zu flocken. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Dann lehnt euch mal zurück. Und Daniel, Jakob, ich komme. So, mal. Daniel ist wahrscheinlich auf dem... Du dir. Du kommst zu mir. Oh, oh. Ja. Das Problem ist, bei diesem Spielmodus, also bei dem FIB-Gebäude, dass du hier in diesem Konferenzglasraum sein kannst und das sieht keiner. Das ist aber traurig jetzt. Ja. Ja, weil das so schön dann so... Weil das so schön was? Ja, weil es halt Sprachlernbubble. Nein, weil das sieht man nicht so gut dann. Ja. Dann geh doch rein. Ja, das kostet aber Zeit. Ich muss ja gewinnen. Ja, nur weil ich da drin sitze mit der Taschenlampe und dann dich auf den Kopf hau. Ja, du suchst mich doch, hast du doch gesagt. Oder versteckst du dich jetzt doch? Ich? I'm on the hunt. Aber ist der Hunter? Und Daniel, was machst du? Ich versteck mich. Aber vielleicht suche ich dich auch und bin gleich hinter dir. Ja, auch, Alter, Mann. Ich bin für solche Spielen, für solche Mindgames immer zu haben. Das ist das Problem. Ich kack mich da gerne ein. Ja, deshalb machen wir das ja, Tobi. Ja. Ich mach das noch zu deinem persönlichen Horror hier. Hoffe ich aber nicht. Tobi, dreh dich um. Nein, ja. Nein. Hier ist Johnny. Ich sehe dich. Nein, siehst du nicht. Ich habe mich halt umgedreht. Der Daniel hockt Knüppel auf dem Scheißhaus. Ich wette mit euch. Ja, du hast mich erwischt. Komm und hol mich. Bevor ich dich hole. Da hat was geschossen. Ich weiß nicht. Okay, hier ist keiner. Keiner auf dem Klo. Aber das Problem ist, jetzt wisst ihr, wo ich bin, ne? Ja, weil ich die Map auch auswendig kenne. Auf dem Klo. Nein, du bist nicht. Das ist gruselig, Jakob. Warum bist du hinter mir auf dem Toilette. Klo? Tobi. Fuck, jetzt hat er auch noch eine Shotgun. Nein, jetzt muss ich mich ja verstecken. Erst in 4 Sekunden. 3, 2, jetzt geh ich mich ja verstecken. Shotgun. Was war das gerade für ein Schrei? Achso, das ist natürlich gejagt. Das warst du. So, Leute, komm und holt mich. Wo ist denn hier? Das ist Klo, ich kenne die Karte nicht. Jakob, Tobi ist direkt neben mir übrigens. Nein! Ah ja, cool, wo bist du? Alter, Leute, ich habe ja richtig bewegt. So. Fuck! Ich hab gewusst, dass sie einer ist. Direkt nebendran war er. Shit. Das heißt, der Jakob ist auch noch irgendwo hier. Du warst in so einem scheiß Ding hier drinne? Ich hab's gewusst! Ja, du bist dran vorbeigelaufen. Gell, du hast mich gesehen. Wie in so einem scheiß Ding hier drinne. Lol, was ist das denn? Natürlich ist jetzt die Batterie von meinem Headset leer. Das ist natürlich perfekte Voraussetzungen. Ja, auf Vorbereitung für die Aufnahme, würde ich sagen. Super vorbereitet. Gewinnen wir jetzt, wenn die Zeit ausläuft, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt. Ja, komm, jetzt komm mal her jetzt. Ich bin doch schon da. Nein, wirst du eben nicht. Doch, ich bin hier. Guck mal, wie er immer vor dir wegläuft. Bist du wieder auf dem Klo? Spürst du es nicht, der Schatten des Todes hinter dir? Nein, ich höre nicht den Schatten des Todes hinter mir. Und es ist trotzdem gruselig. Ah, gleich pinkelt er sich ein. Nein. So, Leute.
Er hat dann auch Stuhl. Oh, warum? Ach, Tobi, ich, jetzt klettert doch nicht auf die Tisch. Ich kletter aber auf dem Schreibtisch drauf. Mal gucken, wie die Aussicht hier oben ist. Oh, wo ist denn der Jakob jetzt? Ich werd ja ganz welk hier. Ist jetzt zum Mäusemelken hier. Ich bin dafür, dass das nächste Video übrigens ein Horrorspiel wird. Nein, Mann. Das hat schon eine Freundin von mir gesagt. Spiel doch mal ein Horrorgame. Spiel doch mal The Evil Within. Und ich war nur so, nein, Mann. Doch, die beim Einscheißen zu sehen ist super witzig. Vor allem, das schneiden zu dürfen, wäre super geil. Nein. Nur wenn sich einer von euch Spackos neben mich hockt. Das geht nicht, Corona und so. Ja, ja, so lange können wir es dann nicht spielen. Lass so. Jetzt. Wir können jetzt hier beide im Kontrolle. Wir haben nichts anderes übrig, als das Spiel leider alleine zu spielen. Ich bin jetzt hier bei einem Kontrollraum, aber hier kommt jetzt keiner mehr. Emi? Kontrollraum, ah ja. Jetzt fang du auch nicht damit an. Obi. Ja. Tobi, ich bin tot. Aber das kenne ich und das habe ich auch und damit komme ich eher klar. Das Problem ist, ich kacke mich da zwar auch ein, wenn auf einmal hinter mir dieser Typ kommt, aber an sich, das können wir eher spielen. Daniel, wo bist du? Versteckst du dich jetzt wieder oder suchst du mich? Tja. Daniel schwebt über dir. Guck mal an die Decke, ich bin Spider-Man. Ich habe gerade nicht auf die Decke geguckt. We interrupt our program to bring you this important message. So. Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Herz! Daniel, du darfst nicht zielen. Einfach nur B drücken. Ah, okay. Alter! Junge, ich laufe da in diese. Ich geh auf diese Toilette. Und ich denk an nichts und auf einmal geht da so ein Flutlicht an. Ihr seht hier den Macebank Tower, darauf haben sich jetzt Zielen Jakob und dann springen. Darauf haben sich jetzt Daniel und Jakob platziert. Die müssen jetzt meinem Flugzeug ausweichen, was jetzt hier ankommt. Und dürfen aber nicht auf mich schießen oder sonst etwas machen, nur ausweichen. Wir dürfen nicht, tun es trotzdem. Ja. Ich darf dich echt nicht töten. Ah, shit! Das war ein bisschen zu spät. Was fehlt als runtergefloppt? Ich bin jetzt von der ersten Ebene runter. Ja, dann darfst du wieder hochgehen, erst wenn du tot bist. Oder runterfällst. Wenn du ganz unten runterfällst. Oder tot halt, ne? Bist von meinem Flugzeug, mit meinem Flugzeug. Achso, das ist aber unfair, ich hab nur noch halbes Leben. So, Jakob ist tot. Wie getan. So, Daniel, geh ich da wieder hoch. Oder bist du komplett runtergefallen, damit ich auch noch runterfloppen kann? So. Du hast die Straße versaut, meine Leiche liegt da jetzt. Jetzt hab ich dich, Daniel. Ich hab dich. Ich hab dich. Ah, shit. Oh, fuck. Puh. Das hat sich eigentlich echt smooth angefühlt. So. Da kommt ein Helikopter. Nee, da kommt ein Helikopter. Ich höre einen Helikopter ankommen. Ah, Jakob hat schon einen Helikopter bestellt, um zum Dings zu kommen. Wo ist der denn? Nein. Da ist der. Ich komme hier nicht hoch, ich habe einen Strömungsabriss, gell? Siehst du das? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Wie hast du das geschafft? Ich häng hier an der Wand. Ich bin an der Wand festgeklitscht. Ah, ich fall. Oh, was geht? Alter, guck mal. Ah! Ich bin zu steil hochgeflogen. Ich glaube, ich brenne. Nein, ich möchte jetzt keinen Anruf annehmen. Geh weg. So, dann. Entweder ich schaffe es jetzt. Ich muss es ja schaffen, bevor Jakob kommt. Und dann muss ich noch nach Darf oben. Darf ich den Helikopter hier abschießen? Ja, wenn du es schaffst, danach noch mir auszuweichen, kannst du das gerne tun. Ich warte einfach, bis du wieder vorbei bist. Und dann gut. An einem Flugzeug qualmt übrigens, ne? Du bist ah, tot. Schade. Ja, okay. So, Jakob, ich helfe dir mal. Bist du auf dem Weg hierher? Ja. Hier, the beacons alle. Ich sehe nichts.
aber jetzt deprimierend. Schade. Tiefer. Oh shit, das war Knochen, das hat doch schon knapp gegen Ende. Ach was. So langsam wird's. Ja, weißt du, im Gegensatz zu dir möchte ich nicht in die Luft gehen. Ja, das war halt, weil Daniel auf einmal so eine komische Bewegung nach links gemacht hat. Und dann Tränengasschaden? Ja. Ja. Dann will ich da weglaufen. Ah, okay. Das war beinahe eine neue Frisur für mich, aber auch nur beinahe. Machen wir das Licht hier aus, ist der Jakob schwerer. Auch ein bisschen tiefer. Komm, helf mir mal das Licht auszuschießen hier. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. Wow! Du hast mich getötet, Daniel. Ich hab dich erledigt. Achso. Gut, dann ist jetzt nur noch Daniel oben drauf. Er ist in die Tränengas-Dingens reingelaufen. So ein Held. Warum bist du da reingelaufen? Keine Ahnung. Ich hab nicht mehr dran gedacht. Ah, da kommt er. Sieh dich. Das ist zu tief. Das ist zu tief. Du hast mir nie Geld gegeben. Oh, aber hallo. Nein, mein Geld habe ich. Ich glaube, ich habe keinen Fallschirm. Hat den Titan. Um Gottes Willen, was macht der denn da? Der hat den Titan genommen. Der hat den Titan genommen. Oh ja, warum denn auch nicht? Funktioniert. Es fliegt ja. So, Daniel, los geht's. Ich glaube, ich gebe Daniel mal einen Headshot. Stirb. Nein, du sollst nicht mein Flugzeug abschießen, du Pimmel. Das explodiert so schnell. Stirb, Daniel. Jakob, ich lass dich hier gleich runterfliegen. Ah ja. Komm, wo ist dein Pimmel? Wo ist dein Pimmel? Ich bin zu. Was macht der Daniel da? Oh oh. Oh oh. Ich kipp mal ein bisschen was aus. Findest du mich gleich an? Da. Jetzt werde ich angerufen, dein Ernst. Nein, hör auf, Jakob. Was denn? Hast du einen Penis? Soll das sein? Etwas. Schreibe uns dein Kunstwerk. Oh fuck. Toll, du hast dich angezündet. Herzlichen Glückwunsch. Oh! Alter, Daniel ist ruhig, der ist konzentriert. Ja, ja. Der das ist war niemals knapp. Ja, es hat sich aber knapp angefühlt. Es hat sich aber knapp angefühlt. Treffe ich dich? Nö. Guck, siehste. Sonst hätte ich mich ja schon beschwert. Jetzt? Nö, noch kaum. Muss ich aufhören, sonst treffe ich ihn tatsächlich noch. Und okay. Stirb, Daniel. Nein, das war nichts. Ich tu wenigstens so, als wäre es knapp, weißt du? Das ist aber nett. Guck mal hier, Jakob, guck mal, warte, ich muss das mal gucken. Ich muss das kalkulieren, ich jetzt nicht runterfalle. Achtung, geh mal bitte weg. Und. Hui! Du hast mich fast runtergeschossen. Ich bin fast tot. Und du musst Tobi nur anfurzen, dann fällt er um. Der Daniel. Noch flieg ich. So was. Hab zwar nur noch die Hälfte der Propeller, aber. Vor allem hat er nur noch zwei Propeller an einem Flügel. Das sieht so ja, geil das aus. Doch. Das reicht doch, solange es die Flugzeug vorwärts kommt. Das bringt mich halt immer wieder in eine Schräglage. Fuck. Okay. Ich bin dabei gestorben. Ja, ich auch. Also von daher hast du gewonnen, Daniel. Das von uns zwei. Ja, ich
Nicht zuerst verreckt. Werde ich in der Aufnahme sehen und dann einblenden, wer die Challenge gewonnen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, macht's gut. Einer noch von euch beide was sagen? Nö. Nö, Daniel? Nee, Alter. Wünsche euch noch was, haut rein. Ciao. Nein. Ich krieg euch. Nein, Jakob. Daniel, was machst du da? Ha 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 ha